Hey Leute, willkommen bei den Sivuchens. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von uns. Mein Standardtext, seit 5 Jahren habe ich ihn drauf gesprochen und jetzt das erste Mal eine 3-monatige Pause eingelegt, um einfach mal Luft zu holen. Ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr seid alle gesund und habt ein Dach über den Kopf. Heute gibt es ein großes Update und ihr fragt euch sicherlich, wieso hier hunderte von Bildern im Hintergrund stehen. Ich werde euch alles in diesem Video erzählen, werde euch ein Garten-Update auch geben, was alles auf dem Kanal jetzt demnächst passieren wird und was es mit auf sich hatte, wieso ich länger weg war. Also erstmal das Update und nachher komme ich zu meiner Kunst. Diejenigen, die dann die Kunstwerke interessieren und generell, was es alles damit auf sich hat, bleibt auf jeden Fall dran. Erstmal aber ein kurzes Update. Also ich habe eine kleine YouTube-Pause eingelegt. Für mich war einfach in der Zeit wichtig, für mich persönlich da zu sein, mich zu sortieren. Ich habe ganz, ganz viel an mir selbst gearbeitet. Generell das ganze letzte Jahr, wer mir bei Instagram folgt, der kennt die aktuelle Situation, dass ich halt ganz, ganz viel mich weiterentwickelt habe, ganz viel Wissen mir angeeignet habe über mich selbst, ganz viele Glaubenssätze aufgelöst habe und. Also ein ganz großer Weg zu meinem Inneren. Und wenn das interessiert, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich kann euch gerne dazu noch mehr tiefer erzählen, euch Bücher empfehlen oder das, was mir geholfen hat, aus einem Tief vielleicht auch rauszukommen. Wie gesagt, lasst mir Kommentare da, wenn euch das Thema interessiert. Ich werde natürlich den Kanal weiterhin führen, nur vielleicht nicht mehr in diesem Umfang. Ihr wisst, ich war noch nie ein typischer Blogger, der euch einfach nur über den Alltag mitnimmt. Natürlich war das ein Bestandteil dessen in meinem Kanal und wird es auch immer noch bleiben. Aber ich habe immer versucht, das mit Mehrwert zu verpacken und immer abwechslungsreiche Videos zu machen, sei es irgendwelche DIYs gewesen, Dekorationstipps oder auch Hausbautipps, also wo es noch ums Hausbau ging. Da haben wir euch auch immer ganz, ganz viel Input gegeben, wie kann man was besser machen, wo kann man aus unseren Fehlern vielleicht auch lernen. Auch im Garten haben wir euch auch immer Schritt für Schritt Anleitungsvideos gemacht. Und das alles ist uns ganz, ganz wichtig. Und ich bin wirklich nach wie vor dankbar für jeden, der hier auf dem Kanal bei uns ist, der jeden Tag dazukommt, wo auch ganz viele immer noch Bauherren dazuschalten und sich die Videos vor 5 Jahren anschauen, wie wir damals gebaut haben. Das ist für viele immer noch sehr hilfreich. Wer das noch nicht kennt, ich verlinke die Playlist und da gibt es auch eine Checkliste, ein Workbook, alles zum Thema Hausbau. Das ist aber ein Part dessen gewesen, was wir vor 5 Jahren auch gelebt haben. Und ich habe das auch schon bei Instagram angekündigt oder beziehungsweise auch schon angedeutet, dass es halt einfach für mich weitergeht. Also ich habe mich einfach weiterentwickelt in der letzten Zeit und das letzte Jahr hat mir halt das ganz besonders gezeigt, auch körperlich, dass ich einfach da nicht mehr weitermachen kann beruflich. Ich habe mich einfach alles ausgegeben, was zum Ausgeben ging. Also all mein Wissen, alles habe ich geteilt, meine Energie und all das, was rund um das Thema Hausbau war. Es ist halt einfach der nächste Schritt irgendwann. Wisst ihr, irgendwann entwickelt man sich so weiter, dass man einfach für den nächsten Schritt bereit ist. So, genau. Und deswegen wird das Thema ein bisschen weniger. Kurze Rede, langer Sinn. Es wird ein bisschen Content-Änderungen geben. Aber ich denke, es kommen immer neue Leute hinzu und diejenigen, die schon immer interessiert waren, die werden auch hier interessiert, denke ich mal, auch dranbleiben. Genau, zum Garten. Wir werden ab übernächste Woche, glaube ich mal, euch wieder im Garten mitnehmen. Es wird ja die ganze Zeit, das Wetter ist ja ganz gut und wir haben dieses Jahr einiges vor. Wer uns noch nicht lange folgt, wir haben 1500 Quadratmeter, das heißt, da kommt noch einiges. Wir haben eine Pergola aufzubauen, also eine Lounge-Ecke wird noch gemacht. Da muss noch ein Geländer dran, das werden wir jetzt die Wochen auch machen. Wir werden euch bei allen diesen Punkten auch mitnehmen wieder. Und alles zeigen, Schritt für Schritt. Dann haben wir hinten noch eine Fläche, die aufgefüllt werden muss. Da werden wir ein Gewächshaus machen nochmal und dieses Mal auch ein Anleitungsvideo machen, wie man was anpflanzt selbst. Und wir werden uns Hühner holen. Genau, das alles haben wir vor dieses Jahr. Das wird auf jeden Fall ein spannender Sommer, Frühling.
Wie gesagt, Garten ist noch nicht vorbei, aber jetzt zum Thema Kunst. Also generell werden auch immer wieder mal tiefgründigere Themen kommen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr es auch gerne hier in den Kommentaren da lassen. Was hat es hier auf sich, dass die Kunstwerke hier hinten stehen? Ich habe die letzten 3 Monate natürlich mich nicht nur einfach ausgeruht von YouTube, sondern habe natürlich weiterhin gearbeitet. Ich war ganz viel bei Instagram unterwegs und nicht nur das, sondern auch habe mich meiner Kunst gewidmet. Wer es noch nicht weiß und wer es nicht kennt, ich habe male eigentlich schon seitdem ich mich kenne, seitdem ich Kind bin, male ich super gerne und das letzte Jahr hat es mir gezeigt, dass ich es wieder hervorholen kann, dass es halt durch die ganzen Jahre Arbeit, Stress und ja, den Hausbau komplett untergegangen und ich habe gemerkt, wie stark mir die Kunst hilft. Also ich habe auch auf jeden Fall vor, intuitives Malen anzubieten, Kurse dazu anzubieten. Also ich habe ganz viele wundervolle Frauen schon bei Instagram, die sich dafür interessieren, wo wir gemeinsam online, also vorübergehend erstmal online, zusammen malen werden, intuitiv malen werden. Was das ist, werde ich dir noch alles erzählen. Und also wenn du Interesse hast, dann melde dich auf jeden Fall schon mal jetzt bei mir, entweder per Mail oder auf meiner neuen Seite. Da kannst du ein Newsletter abonnieren, dann bist du auf jeden Fall schon mal informiert, wann es losgeht mit diesen Kursen. Genau, und ich habe in der Zeit auch gemalt, ganz viele wundervolle Kunstwerke. Ich werde euch Auszüge aus den Texten und meiner Intuition dahinter auch vorlesen. Es sind nämlich wundervolle Kunstwerke geworden, wie ihr seht. Ich werde es gleich detailliert zeigen. Die Serie heißt Shine und bedeutet mir super, super viel. Also erst war die Reihe aus 4 Bildern. Und dann kamen noch ganz spontan 2 Bilder hinzu. Es ist ein Mix aus Gold, also überall ist Gold dabei. Gold, schwarz, beige und 2, wie ihr seht, rosafarbenen Bildern durften mit einziehen. Die haben auch eine ganz besondere Bedeutung und haben noch ganz besonderen Hintergrund. Ich werde euch gleich erzählen, wieso, weshalb, warum. Und die Bilder sind ab sofort in meinem neuen Online-Shop. Also das ist dann nicht mehr der Sivuchin-Shop. Das ist eine komplett eigene Seite. Julia Sivuchin Art. Da könnt ihr meine Kunstwerke kaufen. Und ja, ich fange mit dem ersten Bild an. Wir fangen mit dem goldenen Bild an. Das nennt sich auch Gold. Und damit wollte ich auf jeden Fall dir sagen, dass du Gold bist. Dass du das Feuer bist, was nicht so einfach zu löschen ist. Solange es Luft zum Atmen hat. Steh auf, glaub an dich, brenn für dich, denn erst wenn du selbst dein Feuer entfachst, siehst du und spürst du es. So fühlt es auch der Rest der Welt im Außen. Und mir ist das super, super wichtig, dass ihr es immer ausstrahlt. Also wenn du lächelst, tust du nicht nur dir was Gutes, sondern auch deinem Umfeld. Der Nächste lächelt dir zurück und wenn wir alle friedvoller und freundlicher zueinander sind, dann wird auch meiner Meinung nach auch die Welt hoffentlich irgendwann friedvoller. Ich werde jetzt nicht alle Bilder komplett detailliert beschreiben. Ihr könnt die Beschreibungen alle auf meiner Seite nachlesen. Aber das eine oder andere möchte ich auf jeden Fall hier erwähnen. Natürlich hat jedes Bild eine besondere Bedeutung für mich. Aber 2, 3 sind halt ausschlaggebend, sage ich jetzt mal einfach für mich. Zum Beispiel wie das Bild Perfect. Zeig mir deine Schichten. Zeig mir deine Facetten und ich zeig dir meine. Was wäre das Gold ohne das Pink? Keine Farbe, kein Ausdruck, kein Auffallen. Was wäre das Pink ohne das Gold? Es wäre bunt und das gewisse Etwas, was es zum Strahlen bringt und besonders sein lässt, wäre weg. Was wäre das Gold und das Pink ohne das Weiß? Es wäre zu voll, zu kraftvoll, zu ruhelos. Was wäre das Kunstwerk ohne die Kanten und Ecken? Ohne die Kleckse und den Verlauf. Es wäre schlicht und gerade. Es gäbe keinen Spielraum mehr nach rechts und nach links. Alles wäre eine Straße für all deine Emotionen und Gefühle, für unseren Weg. Genau diese Enden, Ecken und Kanten sind so spannend an uns. Dies formt uns mit jeder Erfahrung, die wir machen, mit jedem Schritt, den wir gehen. Das macht uns aus, das macht uns lebendig. Erhebe dich und nimm dich an. Jede Zelle, jede Delle, jede Narbe, das bist du. Du schreibst Geschichte und zwar deine eigene, die du erzählen darfst. Ja, du hast richtig gehört. Deine Geschichte, es ist deine. Also erzähl sie mit all deinen Tiefen und Höhen. Die beiden rosafarbenen Bilder werden für einen guten Zweck gespendet. Für die aktuelle Situation ist es, denke ich mal, auch mehr als sinnvoll. Und das liegt mir halt sehr, sehr am Herzen, dass diese 2 wunderschönen Bilder
ja, ein tolles Zuhause finden, und wie gesagt, der Erlös wird dann einfach gespendet. Die anderen Bilder, ich komme noch dazu zu den zwei Bildern, die auch in mir eine Lawine der Gefühle ausgelöst haben. Und zwar ist es einmal das Bild Fly, und das habe ich schon bei Instagram gepostet, und da kamen so, so wundervolle Geschichten zum Vorschein, was ihr aus diesem Bild seht, was ihr fühlt. Die einen haben da Engelsflügel gesehen, die anderen Frieden, Freiheit, Ruhe, Geborgenheit, Loslassen, also wunderschön. Ich lese euch meinen Text dazu durch. Frieden ruht in uns allen. Wir sehen uns danach, im Innen sowie im Außen, im Frieden zu leben. Aber was bedeutet das für dich, der innere Frieden? Für mich bedeutet der innere Frieden, eingehüllt sein in ein Kokon, umgeben von schimmernden, schützenden Licht und das Leben in meiner erschaffenen inneren Welt. Ich möchte dich einladen, dir diesen Kokon vorzustellen und dich von dem Licht erhellen zu lassen, um deine ganz eigene innere Welt zu finden. Wo bist du zu Hause? In deinem Herzen? In deinem Kopf? Breite deine Flügel aus und flieg zu deinem inneren Zuhause. Ja, ich liebe es einfach, ihr merkt. genau, es kribbelt bei mir im ganzen Körper, und das Bild ist ganz, ganz, ganz intuitiv entstanden. Also eigentlich habe ich das überhaupt nicht geplant, in diese Serie aufzunehmen, aber es wollte hinaus, und es wird ein wundervolles Zuhause finden, da bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Und zum Schluss das schwarze Bild, was mir einfach Gänsehaut bereitet. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich das Bild, was ich mit diesem Bild mache, weil ich male jetzt nicht wirklich so, dass ich ein Konzept mir überlege und dann male, sondern es passiert sehr, sehr viel intuitiv, weil ich auch vorher meditiere und dann einfach den Gefühlen freien Lauf lasse. Und ja, ich lese euch einfach den Text dazu vor, und ich glaube, das Bild, ja, sagt mehr als 1000 Worte. All die Spuren, all das Leid, wir lassen es hinter uns. Immer dunkel wird es hier, doch warum, frage ich mich hier. Soll es so sein, hier und jetzt? Wirklich? Unverständlich, denke ich mir. Die Spuren sind so fest. Nur schwer verschwinden sie jetzt. Tief in mir und in dir ist es eingebrannt. Doch was sehe ich da? Ganz leicht und hell kommt langsam hervor eine goldene Spur. Das Verwischen gelingt uns nicht, jedoch dürfen wir neue Spuren hinterlassen. Überstreichen ist der Punkt, an dem wir uns befinden. Nimm es an und sehe zu, wie all das nun verschwindet, wenn du bereit bist, all die Spuren zu überstreichen, mit der Farbe, die du wählst, die dich glücklich und freudig strahlen lässt. Sei so mutig, schau deine Spuren an. Ja, sie verschwinden nicht, aber du darfst darauf aufbauen. Ja. Ich glaube, mehr muss ich nicht zu diesem Bild sagen. Ich denke, ihr fühlt die Energie, die ich hinter den Bildern, ja, reingesteckt habe. Und es ist mir wirklich, es liegt mir so viel am Herzen, dass jedes dieser Einzelstücke, das sind alles Unikate, die gibt es nur einmal auf diesem Planeten, dass jedes von diesen Unikaten ein Zuhause, ein wundervolles Zuhause findet, eine wundervolle Wand schmücken darf. Und du darfst natürlich dir deine eigene Vision auch von den Bildern machen. Also du musst nicht genau diesen Texten jetzt nachgehen oder spüren oder wie auch immer. Vielleicht spürst du bei diesen Bildern auch was anderes. Das ist vollkommen in Ordnung so. So soll es auch sein, dass es auch die Kunst. Sie spricht mit jedem von uns und mit jedem von uns auch anders. Jeder interpretiert was anderes da drin. Und ich habe hier meine Gefühle und meine Interpretation geteilt, und du darfst natürlich auch deine Gefühle hier teilen, wenn du das möchtest, in den Kommentaren. Und ansonsten freue ich mich, ja, die Bilder demnächst zu versenden, zu verschicken. Alles ist in der Infobox verlinkt, der Shop und die Preise, alles findest du dort. Ihr werdet jetzt immer wieder von der Kunst hören und auch von den Kursen. Abonniert den Newsletter auf meiner Seite, falls das für dich interessant ist. Und ansonsten geht es natürlich auch weiter mit den Vlogs. Ich werde immer wieder, vielleicht nicht mehr so oft wie früher, aber immer wieder mal auch einen Familienvlog machen. Vor allem jetzt, wo es nach draußen geht und wir viel draußen arbeiten werden, werde ich euch ein bisschen auch in den Alltag mitnehmen. Schreibt mir einfach, wie es euch geht. Ich freue mich einfach, mich mit euch auch auszutauschen. Es ist mir super, super wichtig, dass ich auch die Gegenseite höre.
Das ist zum Beispiel bei Instagram ja viel, viel einfacher, weil ich ja immer die Leute direkt sehe, wer mir da zuschaut und wer mir Feedback gibt, mit wem kann ich mich gerade aktuell auch unterhalten. Hier ist es halt so, ich lade ein Video hoch und dann kommen erst die Kommentare und dann ist das Austausch nicht so direkt. Deswegen ist es mir so, so auch wichtig, hier auch mit euch immer wieder in Kontakt zu treten. Genau, ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Woche und bleibt gesund. Ich wünsche euch was. Tschüss, tschüss.